Siegbert hat es ja schon gesagt, ich wohne seit Februar in Südafrika zusammen mit meiner Familie, Frau und drei Kinder. Wir haben damals 247 Umzugskartons gepackt, Nummer 246 war mein Flügel und 247, das weiß ich noch ganz genau, das waren dann die Füße und Pedale von dem Flügel, der dann in Südafrika beim Ausland fast vom Laster gefallen wäre, obwohl 9 oder 10 Schwarze versucht haben herunterzunehmen, wir hatten wohl nicht so ganz viel Erfahrung damit. Ja, ganz genau wohne ich in Somerset West. Wer diese Aussteigerserien ab und zu guckt, der weiß, wo das liegt. Und der weiß auch, dass da ungefähr 9000 Deutsche leben. Wie viele Einwohner genau Somerset West hat, das weiß keiner so genau. Das wissen auch die Behörden normalerweise nicht. Denn es gibt Townships mit illegalen Einwanderern aus Zimbabwe, aus Botswana und anderen zentralafrikanischen Ländern. Und so eine genaue Kontrolle gibt es in Südafrika eben nicht. Das ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Ja, meine Frau ist Köchin. Das sieht man vielleicht nicht so bei mir, oder sieht man das? Also ich habe, glaube ich, seit der Hochzeit 10 Kilogramm zugenommen, aber ich sehe einigermaßen schlank aus, oder? Aber sie kümmert sich jetzt derzeit natürlich um die drei Kinder und arbeitet nicht mehr. Ich selbst bin selbstständig als Klavierlehrer tätig. Ich habe unterrichte von zu Hause aus und fahre zweimal die Woche nach Kapstadt. Einmal zu einer jüdischen Schule direkt am Fuße des Tafelbergs. Einen anderen Tag nach Pinelands, das ist ein Vorort von Kapstadt. Dort unterrichte ich 9 Schüler derzeit an einer öffentlichen staatlichen Schule, die ein sehr gutes Music Department eben hat. Und auf dem Weg zur Arbeit, da werde ich regelmäßig eigentlich an die Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft erinnert. Townships mit wirklich Tausenden, Hunderttausenden armen Wellblechhütten wechseln sich ab mit bewachten, ja, Häusern, die sehen auch aus wie Festungen. Elektrozaun,
sogar von Leuten mit Waffen bewacht. Und oft kommt ja natürlich auch der Wunsch auf, dort zu helfen. Und die Gelegenheit habe ich mehrfach bekommen. Zum einen habe ich minderbemittelte Schüler, die an einer staatlichen Musikschule ein Stipendium bekommen haben, begleiten können bei ihren Examen oder bei bestimmten Wettbewerben auch. Eine gute Freundin von mir, die ich vor 5 Jahren etwa kennengelernt habe, mit der ich auch schon konzertiert habe, sie unterrichtet Flöte an dieser Schule und hat mich, da bin ich eben Gott auch sehr dankbar dafür, in der ersten Zeit, wo ich noch sehr wenige Jobs und sehr wenige Schüler hatte, eingeladen, dort zu begleiten. Ja, und vor wenigen Wochen hatte ich die Möglichkeit, einen schwarzen Chor zu begleiten, einen Schulchor. Und es war einfach wunderbar zu sehen, wie diese 14- bis 19-jährigen Mädchen und Jungen einfach gesungen haben, trotz der Armut, obwohl sie Probleme haben, obwohl die AIDS-Rate wirklich sehr, sehr groß ist und Bekannte, Freunde, Familienmitglieder wegsterben. Trotzdem singen sie von ihren alten christlichen Hymnen, singen sie von